In der Vergangenheit war es immer so, dass wenn die Fed die Zinsen schnell angehoben hat, die Kapitalmarktzinsen schnell gestiegen sind, dann kam es zu einem Kreditereignis. Und wir hatten ja schon im Frühjahr ein Kreditereignis Mitte der Krise, vor allem der Regionalbanken. Aber diese Krise konnte gelöst werden, denn sie war innerhalb der USA. Die Fed konnte sagen, okay, ihr kriegt hier notfalls Liquidität, wir stellen euch hier Töpfe zur Verfügung, bedient euch. Man konnte diese Krise vorerst zumindest erstmal eingrenzen. Was aber, wenn jetzt die Zinsanhebungen der Fed zu einem Kreditereignis außerhalb der USA führen, wo die Fed weder retten will noch retten kann, nämlich, ich spreche sehr wahrscheinlich von China, das mir vor einem Kreditereignis zu stehen scheint. Wir sehen das schon etwa an den Interbankenmärkten in Hongkong zum Beispiel, da ist etwas im Busch, aber der Reihe nach, meine Damen und Herren, wir haben derzeit, und das ist sozusagen das, was meine These hier in diesem Video ist, so eine Art Ablenkungsdroge durch Nvidia, die sind alles ein bisschen aufdruckig, ein bisschen high, oh, Nvidia, KI, ich meine, hat der KI gesagt, okay, da müssen wir gleich mal 100% steigen, morgen ja die Zahlen, auf die Märkte so warten von Nvidia. Das wird schon sehr wichtig, aber ich glaube, übergeordnet ist das eigentliche Thema diese Kreditereignisse, die uns da wahrscheinlich noch erwarten. Gucken wir mal jetzt doch erstmal in die USA. Hier hat sich heute Macy's geäußert, dieser große Einzelhändler, und der hat gesagt, wir haben einen sehr schnellen Anstieg von Delinquencies, also von Zahlungsausfällen oder deutlichen Zahlungsverzögerungen gesehen. Das hat uns überrascht. Das hatten wir nicht erwartet. Wir arbeiten eng zusammen mit unserem Bankpartner Citigroup, wie wir hier diese steigenden schlechten Kredite, die wir jetzt haben, wie wir das irgendwie loswerden. Dann hat sich der Finanzchef von Citigroup geäußert und hat gesagt, ja, also wir sehen diesen Anstieg der Delinquencies, dieser Pleiten oder dieser Zahlungsausfälle across all age balances or also praktisch in allen Altersgruppen, in allen Schichten sieht man das. Und das hat sich vor allem im Juni und im Juli zugetragen, also jetzt, wenn man so will, zuletzt. Man hat ja hier über das Quartal berichtet, also man sieht, da ist etwas passiert, da werden viele Kredite genommen, aber nicht mehr bedient. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel die Frage, die Jim Bianco gestellt hat, was ist eigentlich los mit der Citigroup? Schauen Sie sich mal den Aktienkurs der Citi an, der ist jetzt auf dem Tief, das wir im März gesehen haben, auf dem Höhepunkt der Bankenkrise oder dann April. Schauen Sie sich eine JP Morgan an, die schwach geht, der Bank of America, Charles Schwab über 4% im Minus, und Charles Schwab ist einer der ganz, ganz großen Kandidaten, die haben mehr Schulden als Kapital, wenn man so will, und diese Schulden müssen sie eigentlich der FHLB zurückzahlen, deswegen will man jetzt viele Filialen schließen, will Leute entlassen, also der Stress ist auch in den USA noch da. Warum ist der Stress da? Michael Guyett, der zuletzt immer stärker auch vor einem solchen Kreditereignis warnte, der sagt, ja, das Problem ist, wenn deine Sicherheit, das Collateral, wenn das volatiler ist als das, was du sozusagen am Markt bewegst und dafür diese Sicherheit hinterlegst, nämlich die Rede ist von Staatsanleihen, denn die Banken, viele weltweite Banken hinterlegen, oder gerade in den USA, die hinterlegen Staatsanleihen als Sicherheit für Kredite. Wenn jetzt aber diese Kurse der Staatsanleihen, die Renditen für diese Staatsanleihen sich so extrem volatil, schnell und vor allem in eine Richtung tendenziell nach oben bewegen, dann ist gerade das, nämlich dieser schnelle Bewegung nach oben bei den Renditen, ein großes, großes Problem. Und er sagt, a credit event is coming, but tell me more about Nvidia. Also sozusagen dieser Fokus der Märkte. Er spricht von Nvidia, von einem Shitcoin, dass hier sozusagen diese ganze Aufmerksamkeit abzieht. Und da hat er, glaube ich, einen Punkt. Diese Hoffnungen sind übertrieben, das ist schon mal aus meiner Sicht völlig klar, aber es ist eben so eine Art Hype, so eine Art Manie, so eine Art Euphorie, so eine Art, wie soll man sagen, ja, so eine Art Paranoia auch aus meiner Sicht fast schon. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Zinsen. Hier sehen wir, wie schnell die Zinsen bis 2022 gestiegen sind.
mit den großen Zinsanhebungen, dann ist das Tempo verlangsamt worden, aber wir sehen schneller als alle Zinsanhebungen in den letzten Jahren zuvor. Hier sehen wir die 10-jährige US-Anleiherendite, Booms, das ging auch ziemlich zackig, das ging auch bei den kürzer laufenden Anleihen sehr, sehr zackig. Wir haben also das von Michael Guyatt beschriebene, die schnelle Bewegung des Collaterals, der Sicherheitshinterlegung für Kredite. Und wir sehen hier den Ausbruch der Renditen nach oben. Hier hat der ja S&P nach Moody's einige US-Banken gestern Abend abgestuft. Wir sehen, dass diese Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ausgebrochen ist aus einem langen Abwärtstrend. Das dürfte vor allem wieder eben kleinere Banken unter Druck setzen, weil die Leute einfach sagen, oh, dann gehe ich doch mal in Geldmarktfonds. Oder in kurzlaufende Staatsanleihen habe ich gute 5% auf Safe, da kann mir nichts passieren. Warum soll ich das Geld da unverzinst praktisch herumliegen lassen? Und wir sehen, in der Geschichte, wo der Fed der Zinsen angehoben hat, gab es immer nach Zinsanhebungen und wenn dann die Zinsanhebungen stoppten, eine Rezession. Immer, ever. Also es ist jetzt nicht gerade so und wenn wir jetzt mal wieder in die USA gucken, dann hatten wir die Savings and Loan Crisis in den 80er Jahren. Wir hatten dann die Schwellenländerkrise, Mexican Peso Crisis und so weiter. Dann hatten wir das Platzen der Tech-Blase, dann hatten wir das Platzen der Immobilienblase und jetzt haben wir halt leider die Alles-Blase. Das ist das große Problem. Und wenn die Renditen steigen, dann fallen ja die Kurse für Anleihen und die Anleihen waren in den letzten Jahrzehnten ja super, weil die Renditen aufgrund eher deflationärer Tendenzen immer gefallen waren, aber der Ex-Fed-Chef der New Yorker Fed, Dudley, sagt jetzt also, ich denke, dass dieser Bullenmarkt, der in den frühen 80ern begonnen hat, dass der jetzt erst einmal absehbar vorbei ist und das, was Paul Krugman hier in dem unteren Tweet sagt, nämlich, oh, ich stimme Jason Furman zu, dass wir vielleicht mal so ein 3% Ziel bei der Inflation haben sollten. Da gibt es also jetzt gerade seitens solcher, ja, wie soll ich sagen, keynesianischer Ökonomen wie Krugman die Auffassung, ach, dann lass uns doch das Inflationsziel raufsetzen, dann müssen wir die Zinsen nicht so weit anheben. Also da wird schon ein bisschen dran gearbeitet. Und was sozusagen für Folgewirkungen dieser Zinsanhebungen sind, das sehen wir in einem totalen Paradox. In den USA ist jetzt erstmals in der Geschichte der Amerikaner, ist ein gebrauchtes Haus im Median teurer als ein neues Haus. Warum? Weil die vielen Leute, die sich ein Haus gekauft haben, die haben das damals finanziert mit noch sehr günstigen Zinsen, weil damals eben die Zinsen ganz unten waren. Und die werden jetzt ihr Haus, das sie noch bewohnen, nicht verkaufen, um sich das was anderes zu kaufen, um dann da 8% Zinsen zu zahlen. So hoch sind jetzt knapp schon die 30-jährigen Mortgage Rates. Und so sehen wir, dass die Preise für bestehende Häuser steigen, obwohl das Transaktionsvolumen sinkt, eben weil sozusagen keiner letztendlich verkaufen will, weil er dann in einen neuen Kreditvertrag kommt. Also das sind so die paradoxen Wirkungen, die wir hier sehen. Jetzt haben wir am Freitag die Rede in Jackson Hole und letztes Jahr hatte Jerome Powell ja den Volker gemacht, da hat er die Märkte abgestraft, gesagt, Leute, er war genervt durch steigende Aktienmärkte und die Financial Conditions, ihr dürftet jetzt milder auftreten. Wir haben übrigens, und das ist auch sehr, sehr wichtig, wir werden morgen eine Revision der US-Arbeitsmarktdaten bekommen und die normale Schätzung, die Durchschnittsschätzung ist, dass da mal eine 500.000 Stellen plötzlich weg ist. Die hat es zwar nie gegeben, die wurden aber durch bestimmte Modelle so, sagen wir mal, kreativ erzeugt, ja, waren aber jetzt mehr so Fantasiebilder, waren also nie der Fall. Das könnte bedeuten, dass sozusagen dann das, was die Fed immer gesagt hat, das, was die Märkte angenommen haben, siehe, wie stark der Arbeitsmarkt noch ist, dass diese Auffassung morgen revidiert wird. Das wird mental sehr, sehr wichtig, was da passiert hat. Kaum jemand auf dem Schirm, by the way, und kaum jemand auf dem Schirm hat auch, was derzeit in China passiert. Wir sehen hier
den HIBOR, also das ist der Interbankensatz, zu dem sich Banken in Hongkong gegeneinander Geld leihen. Und Hongkong ist ja praktisch der Hub dann für China, wo westliches Kapital, wenn überhaupt, noch am Start ist. Und hier sehen wir den HIBOR mit einem massiven Anstieg. Wir sehen, dass die Notenbank in China durch ein krasses Fixing, also praktisch durch eine Definition eines Wechselkurses, versucht, den Yuan zu stützen, Short-Positionen im Yuan zu eliminieren, denn da ist ein unglaublicher Abwertungsdruck. Man hat ja animiert ja die Leute, Institutionen etc., sorgt dafür, dass die Leute Aktien kaufen. Denen geht richtig die Muffe, den Chinesen, das kann ich Ihnen sagen. Je genauer man hinguckt, Xi Jinping hat ja so eine Art No-Stimulus-Politik, so damals wie No-Corona, jetzt No-Stimulus, nur so ein bisschen homöopathisch, weil man fürchtet, das Gesicht zu verlieren, Schwäche zu zeigen. Früher oder später wird Xi Jinping aber wahrscheinlich umsteuern müssen, muss dann einen massiven Stimulus machen. Die Märkte werden das wahrscheinlich erstmal euphorisch aufnehmen, weil wir es wahrscheinlich mit rollierenden Kreditereignissen dann zu tun haben. Und dann kommt der Stimulus und die Märkte werden sagen, juhu, um dann wahrscheinlich bei zweitem Hinschauen zu kapieren. Kein Grund zum Feiern, was da abläuft. Wir sehen jetzt schon zum Beispiel, ein chinesischer Hedgefondsmanager sagt, naja, die Ausländer sind schuld, weil die Kapital abgezogen haben aus chinesischen Aktien. Und Fakt ist ja, das Geld strömt raus aus China, ob aus Aktien, ob aus dem Land selbst. Aber, meine Damen und Herren, wir haben ja die Wunderdroge Nvidia, die ist total, macht mich so ganz glücklich. Jetzt war Nvidia 15% in den letzten Handelstagen gestiegen. Das sind über 150 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Das ist mehr als Nvidia überhaupt in den letzten 10 Jahren Umsatz gemacht hat. Das ist sportlich. Hier sagt ein Twitter-Kommentar, also Herrgott, gib mir das Selbstvertrauen, das Investoren haben, die jetzt bei Nvidia zu einem 226. Trailing Price-Earnings-Ratio reingehen. Also mit anderen Worten, die Aktie ist sehr teuer. Man braucht schon ein gutes Gottvertrauen, um diese Wunderdroge auch, ich sag mal, bedauernsfrei zu konsumieren. Hier sehen wir Nvidia, die heute im Plus zunächst mal war, über 2% gestartet und dann plumps ist es runtergegangen. Da denken sich wohl viele, Mensch, irgendwann ist vielleicht auch einmal Schluss, zumal wenn man sich überlegt, Nvidia fertigt ja die Chips nicht selber, sondern lässt sie weitgehend von dem taiwanesischen TSM-Konzern, TSMC, praktisch Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM, ja, bauen, nicht wahr? Und TSM hat jetzt zweimal in Folge seine Umsatzerwartungen gesenkt und da könnte man auf die Idee kommen, naja, wenn der Auftragnehmer vom Auftraggeber, also praktisch, wenn derjenige, der die Chips dann fertigt, dass das vielleicht doch nicht so viele sind, diese Idee könnte man haben, muss man aber nicht, meine Damen und Herren. Also schauen wir mal, wie es reinkommt. Ich weiß es nicht, der Marius Schweiz von Projekt 30 hat mir diesen Chart hier geschickt, der darauf hindeutet, dass das so sein könnte, dass wir da oben an der Trendkanalbegrenzung sind. Und wenn es diese Ähnlichkeit zwischen Nvidia und dem Krypto-Boom in Nullzeit, Zinspolitik-Zeiten, Corona-Zeiten, Fed-Panik-Zeiten, wenn dieser Vergleich zwischen Bitcoin und Nvidia stimmt, dann könnte es bald nach unten gehen. Wir werden sehen. Ich kenne die Zahlen auch nicht. Und die Herrschaften dort sind, wie man weiß, ein bisschen kreativ. Da waren schon mehrere Verurteilungen durch die SEC bei den Verantwortlichen bei Nvidia. Das könnte aber so oder so, bis sie bumpy werden, wie der Lance Roberts hier sagt, mit Vergleich zum WIX aktuell und in der Vergangenheit, zumal wir wahrscheinlich Anfang Oktober dann einen Shutdown kriegen. Das ganze Gezerre geht wieder los und diesmal wird es schwieriger zu lösen sein wahrscheinlich. Das nur mal perspektivisch gesprochen, wenn wir nach Deutschland kommen. Oho, die Bundesregierung hat ihre Ziele, Klimaschutzziele deutlich verfehlt. Kein Wunder, wenn du natürlich Kohle massiv nach oben fährst und anderes praktisch ausschaltest. Du willst alles elektrifizieren, nimmst aber Energiequellen vom Netz. Macht Sinn, muss man sagen, ist eine super Strategie, gell? Also von Habeck und Scholz lernen heißt Siegen lernen. Und hier sagte die Wirtschaftswoche,
große Lücken zwischen Taten und Zielen. Wir bauen ja in etwa ein Drittel der Windkraftanlagen, die eigentlich geplant waren durch die Bundesregierung. Ein Drittel, also so um und bei 1,5 statt 5. Man schaltet aber erstmal ab. Das ist so jemand wie jemand, der von der Klippe springt ins Wasser und hofft, dass das Wasser tief genug ist, aber sich die Frage erstellt, wenn er irgendwie schon im freien Fall ist: Oh, hoffentlich ist das Wasser tief genug, nicht? Wenn nicht, was mache ich denn dann? Und hier sehen wir zum Beispiel Vergleich mit Frankreich. Hat Deutschland für seinen Stromverbrauch mehr als das Achtfache an CO2 emittiert als Frankreich, von dem wir ja bekanntlich jetzt Atomstrom importieren. Und die Franzosen haben selber Themen jetzt mit Hitze, niedrige Flussspiegel. Die haben vielleicht Themen mit Niger, dem Uranlieferanten. Und das könnte dann ziemlich hässlich werden, auch für Deutschland. Das ist die erste Empfehlung, die ich Ihnen geben möchte als Artikel, meine Damen und Herren. Unbedingt lesen, da hat sich dann auch in den Kommentaren eine Diskussion entspannt, an der ich mich beteiligt habe. Dann, was ist eigentlich zu erwarten, genau von den Quartalszahlen? Da haben wir mal alles zusammengetragen, was unsere Bloomberg Terminals hergegeben haben. Jetzt wird abgerechnet, so heißt der Titel. Zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung, ja, wird der Jerome denn versöhnlicher werden jetzt am Freitag? Was spricht dafür? Nämlich die Schulden, die Zinsen, die Schmerzen, die da schon entstanden sind. So mein Kollege Wolfgang Müller, also diese drei Empfehlungen. Jetzt sage ich Servus, ciao.